Wieder mal eine Frage von einer alten Bekannten. Hirage Tia hat uns eine Frage zur Ordergültigkeit gestellt. Es gab nämlich offensichtlich ein Problem bei der Aufgabe ihrer Order. Das wollen wir uns heute mal näher anschauen. Sie sagt, sie hat eine Order aufgegeben, nochmal eine Veränderung vorgenommen nach 2 Monaten. Aber die Gültigkeit der Order wurde dabei nicht tangiert. Wie kommt das? Also grundsätzlich muss man erstmal sagen, pfui, böse, falsche Börse. Das ist ein Ding, müssen wir uns einfach mal sagen. Kardinalfehler. Ja. Punkt 2, immerhin, die Bank gibt die Möglichkeit, eine Order für 360 Tage aufzugeben. Weil bei vielen Banken ist es üblich. Wir als Börse nehmen 360 Tage entgegen. Viele Banken sagen aber, lieber Kunde, geht plus 30 Tage. Nach 30 Tagen wird die Order verfallen. Der Kunde muss dafür Geld zahlen, muss für die nächsten 30 Tage einstellen, obwohl wir es für 360 Tage entgegennehmen würden. Das da dazu. Ich habe mal bei uns nachgeschaut, wie es eigentlich bei uns aussieht. Ich habe gerade unserer IT dementsprechend nachgefragt, wie nehmen wir solche Orders eigentlich an? Geht bei uns das, was bei hier, GetX kann man ja sagen, nicht funktioniert hat? Also, wenn man bei uns eine Order einstellt, mit einem Limit zum Beispiel, und für ein Jahr und nach 2 Monaten ändert man das Ganze ab, gibt ein neues Limit an, dann kann man bei uns auch die Gültigkeit ab dem Zeitpunkt der Änderung wieder auf 360 Tage festlegen. Das funktioniert bei uns im System. Jetzt kommt wieder die Kardinalsfrage, macht die Bank das auch? Das können wir nicht garantieren, das kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, unser System ermöglicht es, auch bei der Abänderung der Order, wieder die Gültigkeit neu auf den maximalen Zeitraum auf 360 Tage festzulegen. Warum? Also da am besten mal die Bank nachfragen. Warum überhaupt 360 Tage? Ich meine, auf die 5 Tage wäre es auch nicht angekommen. Früher war es halt mal so, dass man gesagt hat, bis Ende des Jahres. Also das war wirklich immer zum 31.12. wurden alle Orders gestrichen. Seit jetzt knappen 2 Jahren nimmt man halt diese 360 Tage oder 365, also normalerweise ist es ein Kalenderjahr, wo man es entgegennimmt. Hat man es darauf ausgelegt, wer so lange eine Order aufgeben möchte und warum. Ich meine, wir geben nur die Möglichkeiten, wir geben die Werkzeuge zur Hand. Mal einsetzen muss es jeder selber. Das ist noch die abschließende Frage. Macht das überhaupt Sinn, über einen so langen Zeitraum irgendwie eine Order einzustellen? Egal, also gerade wenn man eine Trailing-Stop-Loss hätte, da haben wir auch schon ein Video dazu gemacht, diese Stop-Loss, die automatisch nachzieht. Und solange der Markt positiv mich läuft, ganz ehrlich, wenn man sich jetzt den Markt anguckt, hätte man in den letzten 8 Jahren einen Trading-Stop setzen können und die wäre 8 Jahre dann durchgelaufen wahrscheinlich bei den meisten Werten. Also es kann durchaus sinnvoll sein. Man muss halt wissen, für was man es einsetzt. Wenn ich natürlich eine Kauforder reinlege und jetzt eine Marktüberlegung habe und jetzt der Meinung bin zu dem Preis, ist es fair und gut, heißt, dass der Preis, den ich heute eingebe, im halben Jahr nicht mehr genauso gut sein muss, weil sich die Situation am Markt vielleicht sehr stark verändert hat. Aber gerade für den Stop-Loss, für den Trading-Stop, warum nicht? Wenn ich einfach abgesichert sein möchte, kann man so lange natürlich die Order platzieren. Um abschließend die Frage wirklich konkret noch zu beantworten, es ist also kein Fehler zwangsläufig im System des Brokers. Meldungsfrei ging es durch. Was passiert da bei sowas bei euch an der Börse, ist, glaube ich, auch erklärt. Also wir nehmen es an, ob es die Bank halt weitergeben kann, weiß ich nicht. Das wissen wir nicht. Ja. Soweit, hoffen wir, konnten wir einmal mehr deine Frage klären. Die Eingangsfrage, kann man auch bei euch andere Fragen stellen? Selbstverständlich, ihr könnt alle Fragen stellen, die ihr wollt, sofern sie dann Richie beantworten kann. Das sehen wir einfach mal. Nicht, ja. Einmal mehr, vielen, vielen Dank. Bis demnächst. Gerne, bis zum nächsten Mal.